Dennis Besseler ist 27 Jahre alt, kommt aus dem Münsterland, lebt in Köln und ist das, was man einen Abenteurer nennt. Guten Morgen und herzlich willkommen. Guten Morgen. Wann haben Sie Ihren letzten abenteuerlichen Trip unternommen? Im Mai diesen Jahres, und da war ich zu Gast in Kanada und ich habe mich von dem Mythos Yukon mitreißen lassen. Ziel war es, den Goldrausch, von dem immer alle sprechen, der um die 1900 stattgefunden hat, nochmal hinzufahren und zu gucken, was ist noch vor Ort, was ist noch existent, und zu beleuchten im Film Mythos Yukon, wie ist die Geschichte. Sie sind dann quasi auch mit einem Freund zusammen oder mit einem Kameramann oder Genau, mit einem ich. befreundeten Kameramann dahin gefahren, um das alles auch filmisch zu dokumentieren. Welche Spuren haben Sie gefunden? Ja, wir haben alte Hütten gefunden, in denen Goldsuchern gelebt haben. Wir haben alte Werkzeuge gefunden, teilweise noch Pumpen, die so aussahen, als könnte man sie betreiben. Wir hatten natürlich kein Benzin dabei. Wir waren immer mit dem Kanu unterwegs. Teilweise waren die Sachen auch noch eingefroren, weil auch dort halt das Klima nicht mehr ganz intakt ist und es hätte eigentlich viel wärmer sein müssen. Und stattdessen sind wir da quasi noch mitten im Winter angekommen, obwohl es Frühjahr war. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht. Gibt es eigentlich noch Gold? Es gibt noch Gold. Die Landschaften sind teilweise zwar schon dreimal durchgewühlt worden, aber auch heute noch findet man Gold, weil die Suchverfahren ja immer feiner geworden sind. Von Goldnuggets wird man allerdings nichts mehr finden. Die sind natürlich schon Also im letzten die Goldrausch gefunden richtigen worden. Genau, Goldklumpen. diese Klumpen, die wird man nicht mehr finden, aber feines Gold wird man auch heute noch finden. Es ist auch sehr schwierig, dort Lizenzen zu bekommen, Ja. weil man halt auch das Abwasser wieder reinigen muss und dafür Nachweise erbringen muss. Und wenn man das dann alles kann, kann eigentlich auch jeder dort heute noch Gold schürfen, und vielleicht hat er ja Glück. Also ein mythischer und magischer Ort, Anfang des 19. Jahrhunderts, nee, Anfang des 20. Jahrhunderts, so ist es richtig, war Dawson City. Sind Sie da hingekommen? Ja, wir waren in Dawson City, und das ist meiner Meinung nach noch der einzige Ort dieser Erde, wo der Goldrausch heute noch existent ist. Man trifft dort etwa 300 Einwohner und jeder hat eine eigene Geschichte zu erzählen, und jeder ist für sich super interessant, und man könnte wahrscheinlich über jeden einen Riesenbericht machen, wer vielleicht noch Gäste für sie, weil die haben alle bestimmt tolle Geschichten zu erzählen. Ja, wenn Sie die Kosten fürs Einfliegen übernehmen, machen Oha. wir das. Sie haben ja im Vorgespräch erzählt, Sie haben kennengelernt oder getroffen einen 97-jährigen Mann, Ja. der auch eine ganz abenteuerliche Geschichte hat. Genau. Den Mann haben wir halt interviewt, den haben wir gefunden, doch relativ in der Wildnis von Kanada. Und er lebt dort mit 97 Jahren, die Angabe stimmt, also ist von ihm selber. Und er lebt dort in einem Zelt und er schürft tatsächlich noch mit der Goldpfanne sein Gold, und er wird wahrscheinlich kein richtiges Gold finden. Und wir haben ihn auch gefragt, was ist denn, wenn du jetzt hier in deinem hohen Alter noch Gold findest, ein richtig dickes Nugget, hörst du auf? Und seine Antwort war, nein, irgendwo da draußen wartet ein größeres Nugget. Und es zeigt halt auch, dass dieser Mann noch völlig besessen war vom Goldrausch. Wovon lebt er? Ja, ich vermute, so was wir gesehen haben, war er nicht besonders erfolgreich, und ich denke, er hat von dem bisschen gelebt, was er gefunden Und hat. diese anderen 299 Menschen in Dawson City, was machen die den ganzen Tag? Teilweise kümmern sie sich um die Touristen, die ja immer wieder in dieser Stadt sind. Es gibt dort auch diesen Cocktail, wo ein C drin ist, der ist natürlich legendär und weit über die Grenzen von Kanada bekannt. Wir haben auch den Erfinder dieses Cocktails getroffen und interviewt im Krankenhaus, der momentan gesundheitlich sehr schlecht dran ist. Und ja, die leben mit dem Goldrausch und von dem Goldrausch. Was ist das für ein Teil gewesen? Ja, es ist ein Cocktail mit Geschichte, um kurz zu machen. 1972 hat Captain Dick in seiner Hütte, die er damals erworben hat, einen getrockneten C gefunden und ist durch einige Freunde auf die Idee gekommen, diesen C in ein Glas mit Champagner zu stecken. Und das musste man dann halt austrinken damals. Im Laufe der Zeit ist aus dem Champagner ein Getränk der Wahl geworden und auch kleinere Getränke, da halt ältere Menschen die Menge nicht mehr schaffen. Und wichtig beim Trinken ist, dass man das Glas komplett leer trinkt, unter Tau die Lippe berührt, und dann ist man halt der stolze Besitzer einer Urkunde über diesen verrückten Na Cocktail. super. Also da liegt irgend so ein konservierter C drin und man muss den berühren und wenn man diese Mutprobe in Anführungsstrichen Genau. bestanden hat, dann kriegt man eine Urkunde. Genau, Der und wievielte C ist denn da seit 1972 im Einsatz? ist der 11. C, weil sie teilweise verschluckt worden sind, gestohlen worden sind. Auch Hardy Krüger hat diesen Cocktail schon getrunken. Und ich war der 21.033., der diesen Cocktail getrunken hat, der weit über die Grenzen Kanadas halt bekannt Ja. ist. Welches Getränk haben Sie sich ausgesucht? Yukon Jack, das ist ein Whisky-Likör. Ja, wie groß war das Ekelgefühl? Naja, als ich diesen vertrockneten C sah, musste ich schon mal kurz schlucken, aber Insekten sind auch nicht viel besser, und dann habe ich diesen Tau natürlich planmäßig getrunken. Ja, Insekten, auch eines Ihrer Spezialgebiete. Sie bieten auch Kurse an, Insektenkochkurse. Was im Einzelnen wird da
gekocht, gegessen? Die Idee ist erstmal, dass der Welthunger gestillt werden soll, dadurch, dass man Insekten mehr in die Nahrungskette einführt. Und als Abenteurer komme ich ab und zu auch mal in die Situation, dass ich mich von Insekten ernähre. Zumindest theoretisch ist es immer eine Eiweißquelle, die immer und überall verfügbar ist. Und da wollte ich halt die Leute spielerisch durch diesen Kochkurs an dieses ungewöhnliche Lebensmittel heranführen, zumal die Energiewerte eines Insekts viel besser sind wie die Fleisch- oder Rindwerte. Ja. Und von daher biete ich halt in Köln auch diese vielleicht skurrilen Kurse an. Ja, klingt ein bisschen skurril. Wir müssen auch nicht in alle Details reingehen, aber ich denke jetzt mal so, der Ansatz mag ja ideologisch ganz, ganz in Ordnung sein, aber die Lösung für zivilisierte Gesellschaften, die Ernährung auf Insekten umzustellen, ist es vielleicht doch nicht ganz. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler und was die Herren sich da im Detail ausgedacht haben, können sich besser auf den erklären. Ich finde es grundsätzlich erstmal gut, dass man diese ungewöhnliche Lösung findet, um Menschen davor zu bewahren, dass sie verhungern. Eins noch kurz zu Dawson City, was mich interessieren würde. Ist das sozusagen die einzige menschliche Ansiedlung in diesem ehemaligen Goldgräbergebiet oder gibt es da noch andere Orte, wo auch andere skurrile Gestalten irgendwie noch ihr Leben verbringen? Also das Yukon-Gebiet ist sehr dürftig bewohnt. Man spricht übrigens in den US-Teil der Vereinigten Staaten, heißt es halt Alaska, damit die Leute grob wissen, wo wir uns da befinden. Und es gibt eigentlich nur Whitehorse und Dawson City und ein paar kleinere Dörfer, aber die bringst du wirklich nicht, wenn ich die Namen aufzählen würde. Das sind eigentlich die einzigen beiden Orte, die dort relevant sind. Jetzt gehen wir wieder nach Kanada, setzen uns in ein Kanu und fahren diesen Yukon runter. Dieser Trip hat im Frühjahr stattgefunden. Gab es da noch irgendwie Eis, Eisschollen, sowas alles? Ja, also das Klima dort ist nicht mal so, wie es hätte sein müssen. Demnach war es deutlich kälter, wie es eigentlich im Frühjahr ist. Und die Ufer waren eigentlich noch alle zugefroren. Wir hatten Schnee. Wir haben teilweise, ja, Eisbarrieren gehabt, die man aber relativ einfach umpaddeln konnte. Und der Vermieter unseres Kanus hat uns auch gesagt, wir dürfen da auf keinen Fall auflaufen, weil dann hätten wir ähnlich wie bei der Titanic ein Leck und würden halt untergehen. Mhm. Und bei den Wassertemperaturen hat er uns eine Überlebenschance von 30 Sekunden gegeben. Also wir hätten das Ufer garantiert nicht erreicht. Und der Kameramann, so wie ich, wir haben beide noch ein Problem, und zwar von unseren großen Zehen der Außenbereich. Der ist nicht taub, aber er ist nicht mehr die Gefühle sind nicht mehr richtig da. Und ich habe mit Ärzten, Ärzte meinen halt, das wäre Nervenschädigung durch die Kälte. Der Fuß war ja auch oft kalt und dann diese Kälte. Aber die haben gemeint, so die nächsten 10 Monate könnte sich das legen. Also wir haben Glück, dass sich das regeneriert. Aha. Wenn man so einen Fluss hinunterfährt, muss man ja verdammt aufpassen, dass nichts passiert. Irgendwann hat man so eine Tagestour geschafft. Wo schläft man dann? Ja, ich hatte erstmalig halt ein Zelt dabei. Das war eine Bedingung des Kameramanns. Und ich muss sagen, letztendlich fand ich das echt super, weil es war halt das erste Mal, dass ich in einer kalten Region war. Sonst war ich halt immer nur in warmen Regionen unterwegs. Und es ist doch schön, ein Zuhause mit sich zu führen, wo man sich dann halt auch, wenn recht primitiv, halt einrichten kann. Ich habe dann immer auf den Rettungswesten geschlafen, weil wir hatten nicht den Platz, um 2 Isomatten mitzunehmen. Dann hat der Kameramann die halt genommen, weil der hatte ihren Rückenleiden. Und dann habe ich halt auf den Rettungswesten geschlafen, in dem Schlafsack. Komplette Montur, sogar die Jacke hat man dann noch angehabt im Schlafsack. Mhm. Und dann hat man dort irgendwie die Nacht verbracht, zumal es ja auch in Kanada gar nicht richtig dunkel wird. Irgendwann kommt man mehr oder weniger entspannt dann wieder aus dem Zelt raus, macht das Feuer an, trinkt einen Tee, macht Müsli, irgendwie so Outdoor-Fertigpackungen dabei. Also Proviant hattet ihr dabei? Das war erstmalig auch, dass ich Proviant dabei hatte. Wir hatten Frühstück und ein Mittagessen, so Fertigpackungen dabei und sonst gab es halt nichts. Und wir haben beide 5 Kilo bei dieser Tour abgenommen. Sie sind heute, Dennis Besseler, 27 Jahre alt. Wie alt waren Sie, als für Sie feststand, ich möchte sowas wie ein Abenteurer werden? Mit 14. Mit 14 las ich in einem Lesebuch Anfang eines Schuljahres über einen Abenteurer und erzählte das dann halt am Mittagstisch und mein Vater hatte dann noch entsprechende Bücher, dann habe ich mich eingelesen und ich habe jetzt nicht gesagt, ich will Abenteurer werden, aber ich habe mir halt gedacht, das ist eine interessante Form, wie man sein Leben interessanter gestalten kann und habe dann halt autodidaktisch mir Fähigkeiten beigebracht im heimischen deutschen Wald, wie man halt theoretisch im Urwald überleben konnte, aber dass ich mit 18... Was haben Sie da gemacht? Ja, das fängt an mit einem Notlager bauen, so ganz einfache Geschichten. Wie mache ich ein Feuer an? Mit Feuerzeug ist ja teilweise auch schon schwierig, wenn man damit überhaupt keine Erfahrung hat. Das sehe ich immer noch, wenn ich Survival-Kurse mache, dass die Leute es nicht mehr mit Feuerzeug teilweise schaffen. Das sind ja auch alles Fähigkeiten, die liegen uns halt nicht mehr nah und das muss man reaktivieren. Und das habe ich mir dann halt zum Hobby gemacht und irgendwann mal bin ich dann angefangen zu reisen. Problem ist nur, als Abenteurer verdient man eigentlich kein Geld. Mit anderen Worten, Sie mussten erstmal sowas wie einen bürgerlichen Beruf ergreifen.
Sie sind, glaube ich, Krankenpfleger. Genau, ich bin Krankenpfleger und der Beruf macht mir Freude. Und Sie, das heißt, Sie arbeiten da auch noch? Ich arbeite im Nachtdienst, das heißt, ich arbeite 16 Tage und dann habe ich meine Sollstunden voll, weil ich bin halt eine Vollzeitstelle, wie man immer so schön sagt. Mhm. Und diese ungewöhnliche Berufszeiten erlauben mir halt auch mal 6-7 Wochen am Stück Urlaub zu machen. Das schafft man ja sonst nicht im Angestelltenverhältnis. Mhm. Abenteurer ist genauso wenig eine geschützte Berufsbezeichnung wie Journalist. Ist das ein Problem, dass das ein Markt ist, wo im Prinzip jeder sich, ich könnte mich jetzt auch Abenteurer nennen, nur weil ich weiß nicht, mal auf eine Palme geklettert bin oder von einer runtergefallen bin? Nein, ich denke, jeder Abenteurer hat seine eigenen Erlebnisse und seine eigenen Fähigkeiten und ich finde es okay, dass diese Berufsbezeichnung nicht, ja, ist die ja kann, auch kein die richtiger kann man Beruf, nicht schützen, dass es ja. nicht geschützt ist und letztendlich hat jeder seine eigenen Abenteuer. Es muss ja nicht immer der Urwald sein, wo man ein Abenteuer erleben kann. Wenn Sie hier, was weiß ich, eine Rundführung machen in der Kanalisation, das ist auch ein Abenteurer oder ein Abenteuer und demnach können Sie sich auch Abenteurer nennen. Gut, ich mache das jetzt nicht, aber ich sag mal, Abenteuer gibt's noch, sag ich immer. Was ein weiser Satz. Was war das größte Abenteuer, das Sie in Deutschland erlebt haben? Das war sicherlich eine Wanderung, die ich zweimal laufen musste. Einmal bin ich 1994 gestartet von Gronau in Westfalen nach Bonn. Habe die Wanderung nicht geschafft. Damals war ich 14, wären 250 Kilometer gewesen und 96 bin ich dann nochmal ausgezogen, um die Strecke zu laufen. Und das war eigentlich mein größtes Abenteuer in Deutschland, weil ich halt auch gemerkt habe, man kann Abenteuer nur schaffen, wenn man gut vorbereitet ist. SWR1, Leute, an diesem Mittwochvormittag mit dem Abenteurer Dennis Besseler, der insgesamt, glaube ich, dreimal in Costa Rica war, im Regenwald, das letzte Mal. Das im letzten letzte Jahr, Mal im November letzten Jahres. Genau. 2005. Die Bedingungen dort, die man vorfindet? Ja, feucht warm, wie man sich das vorstellt. Es gibt eigentlich nur den Unterschied zwischen Trocken- und Regenzeit. Dann regnet es halt ein bisschen mehr in der Regenzeit und die Temperaturen unterscheiden sich auch so 3-4 Grad, aber das ist nicht wirklich merkbar. Also irgendwas zwischen 25 und 30 Grad. Als Sie dort waren, das letzte Mal, hat es da geregnet? Da hat es nicht geregnet, aber wie ich das erste Mal da war, hat es so stark geregnet, dass mein Bus gar nicht mehr durchkam durch diese Straßen und wir Erdrutsche hatten und da musste dann der Busfahrer aussteigen mit Motorsäge und halt den Baum zerlegen, damit wir weiterfahren können. Und als dann alles gelaufen war, war auch endlich die Polizei da. Worauf muss man achten, wenn man sich in einen Regenwald begibt? Ja, man sollte auf jeden Fall, egal wo man hinreist, immer erstmal abchecken, wie sieht es da aus mit Krankheiten, die man bekommt. Gerade in der Tropenregion ist Malaria ein großes Problem. Gelbfieber kann ein Problem sein und natürlich Hepatitis A und B kann man sich fast überall holen. Darauf sollte man sich auf jeden Fall impfen lassen. Da geht man am besten zum Hausarzt oder in die Apotheke oder halt kontaktiert das Tropeninstitut. Die helfen einer sehr kompetent und das Schlimmste ist also eine Last-Minute-Reise zu machen, am besten in ein tropisches Land und nicht vorbereitet zu sein. Was isst und was trinkt man im Regenwald? Ja, trinken ist nicht weiter.